Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind immer noch in Feralas und das wird sich in naher Zukunft wohl auch nicht ändern. So, ich muss hier, genau, von den Glimmling-Flitzern die Flügel einsammeln. Komischerweise, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, kam die Quest von einem Tauren? Ich meine, Tauren sind ja immer so irgendwie im Einklang der Natur. Beim Zirkel des Szenarios gibt es da nicht nur Tauren, aber man hat so irgendwie immer so diese gewisse Naturverbundenheit der Tauchen vor Augen. Und wenn jetzt plötzlich so ein Tauchen sagt, bringen wir mal vom Wildtier XY die Flügel. Nee, das war auch, glaube ich, es war ein Ork, glaube ich, der mir diesen Auftrag gegeben hat. Der wollte diese Flügel haben, um aus für seine Frau irgendwie irgendwas daraus zu machen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ach schau, wir können die sogar kürschnern. Das ist natürlich sweet. Ich bin außer Reichweite. Ja, heute kein Sulfarakan. Den werden wir wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Part wieder machen. Die Wetten stehen übrigens nach wie vor aus. Ihr könnt ja gerne mal schreiben und mutmaßen, wie viele Folgen beziehungsweise wie viele Runs wir in Sulfarak aufwenden müssen, um die beiden Schwerter zu bekommen, um dann Sutrase fertig zu craften. Zu fusionieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Ich tippe ja nach wie vor auf die 10 Runs, aber da wir jetzt mittlerweile schon dreimal durch haben und noch nicht eine einzige Waffe droppen sehen haben, weder bei uns noch bei anderen Spielern, ich glaube, da habe ich immer auch so ein bisschen mit drauf geachtet. Und wenn ich dann ein Loot-Table da in der Mitte angezeigt habe bekommen, ist dann immer auch geguckt habe, ist vielleicht bei einem anderen das Schwert gedroppt, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen betteln und fragen, hey, brauchst du das Schwert denn wirklich? Denn man kann natürlich trainen in der Instanz. Ach, Laubbruder Knarz, ne, den hol ich mir gleich mal. Ich muss näher ran. Oh. Pardonnez-moi, ich wollte jetzt schon wieder fast auf die Drohne. Wer hat 2500 Leben knapp? Schöner Crusader Proc. Appreciate it. Ich bin außer Reichweite. Also ich glaube, wir haben im gesamten Let's Play noch nicht einen einzigen Rahmob erledigt und dort rare Belohnungen bekommen. Irgendwann hat Blizzard ja mal angefangen. Ich habe jetzt gerade übrigens gesehen, da können sogar zwei Flügel droppen. Irgendwann hat Blizzard ja mal angefangen, den Rahmobs einen großen Batzen an Erfahrungspunkten zuzuschreiben. Das heißt, wie ihr es mittlerweile auch schon alle im Laufe dieses Let's Plays mitbekommen habt, wenn man einen Rahmob killt, gibt das einen riesengroßen Haufen Erfahrungspunkte. Ich weiß gerade gar nicht genau so viel, wie viel, aber ich glaube mindestens so viel, wie auch so eine aktuelle im Schnitt eine aktuelle Quest gibt. Also bei uns müssen das um die 7000 Erfahrungspunkte sein. Früher war das nicht der Fall. Früher haben die ganz normal Loot, ganz normal Erfahrungspunkte gedroppt. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so wie es jetzt ist, sondern wirklich nur wie so ein, vielleicht 10% mehr Erfahrungspunkte im Vergleich zu einem normalen Mob. Aber ich hatte auch das Gefühl, im Vergleich dazu, dass früher der Loot bei den Rahmobs irgendwie besser war. Aber da kann ich jetzt natürlich auch nicht sicher sagen, ob das Einbildung ist, oder ob das eine begründete Überlegung ist. Ja, Tatsache ist hier nicht. Aber da bin ich mir halt echt nicht ganz sicher. Da müsste ich vielleicht nochmal beim Magier bei den ersten Folgen gucken. Aber ich glaube, als wir mit dem Magier gespielt haben, da war das eigentlich auch schon durchgehend von Beginn an so, dass die Rahmobs sehr viele Erfahrungspunkte gebracht haben. Ich glaube, ich müsste sehr viel weiter zurückgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit zurückgehen könnten. Ich meine, die ältesten WoW-Let's Plays auf YouTube, die noch da sind, müssten die von TGN sein, aus dem Jahr 2011, 2012, da habe ich damals einen Rogue gespielt, 20 Parts oder so. Und da könnte es sein, dass es noch nicht der Fall gewesen ist mit den Rahmobs, aber ich bin mir auch nicht sicher, welches Addon das war. Ich glaube, das war Cataclysm. Ich glaube, ich habe auf TGN zu Cataclysm gespielt.
Ach nein, Feendrachen Muisek. Das hätte ich also schon die ganze Zeit einsammeln können. Oh mein Gott. Das ist zu weit entfernt. Scheiße. Oder sind das nicht die Feenwachen, die ich brauche? Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Doch, gut, toll. Hätte ich also davor die ganzen Feendrachen auch schon, hätte ich schon das Muisek absaugen sollen. Naja, nevermind. Da haben wir wenigstens das Leder bekommen. Ich muss näher ran. Boah, der Cleave-Damage vom Krieger, der hat's schon. Ich brauche ein. Der hat schon in sich. Lädt immer noch auf. Das wollte ich mal eben kurz nochmal nach. Oh, hier, schau mal an. Ist das wirklich besser? Ich traue jetzt nicht nur noch den Item-Level. 7 Stärke, 10 Ausdauer, ja, sehe ich direkt. Mainstats besser. Damage. Model Strike. Speichern. So. Genau, was wollte ich nachgucken? Leder. Was kriegen wir eigentlich im Moment immer? Schweres Leder. 9 Gold das Stück, Leute. Also da machen wir richtig Reibach. Wenn wir da 200 Stück haben, ja, machen wir direkt 2000 Gold. Also, das Kirschner lohnt sich. Leider bei den Feendrachen jetzt hier, bei den Grimmeligen Flitzern, wenn wir das Muisek einsammeln, können wir sie halt nicht auch noch Kirschner. Man kann halt entweder nur das Muisek einsammeln oder Kirschnern. Beides geht leider nicht. Ich habe es ja auch schon ausprobiert. Folgen davor, wir haben ja schon jetzt mehrere Muisek eingesammelt. Und da habe ich es jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, das irgendwie so zeitgleich irgendwie zu sneaky hinzubekommen, dass ich quasi Kirschner und mit dem Ende des Kirschners noch schnell hier das Gefäß benutze, das jeweilige Gefäß, um das Muisek einzusammeln. Aber das funktioniert leider nicht. Ich muss näher. Hier echt durchschlagen, weil das ganze Gebiet hier, weil die ganzen Falter hier im Gebiet dieser Grimmtoten sind. Aber ich möchte jetzt nicht eigentlich hier, ich sehe hier auch, von hier aus sehe ich nicht einen einzigen Feendrachen noch da oben, oder? Habe ich da oben einen gesehen? Ich habe auf jeden Fall einen grünen Balken gesehen und die sind ja freundlich. Nee, leider nur ein Trend. Aber hier haben wir noch einen. Das ist zu weit entfernt. Zack, zack. Boah, ey. Ich habe kein Ziel. Der Damage ist einfach nur so stark. Es ärgert mich irgendwie, aber es ärgert mich nicht, weil es ist letztlich uns, hat uns Erfahrung gebracht, ja. Einfach auch für uns persönlich die Erfahrung, ob das jetzt was taugt oder nicht. Aber der Furaspekt war so schlecht. Wobei, ich muss jetzt auch wieder sagen, als wir Düsterbruch waren, ich glaube, es war Düsterbruch, ich will jetzt nichts Falsches sagen. War es das Wucherborkenviertel? Nee, das war Hauptstadtgärten. Da, wo wir auch diesen Dämon aus dem Verlies befreien mussten. Ja, das war Hauptstadtgärten. Und dort hatten wir den Furorkrieger dabei. Und der war halt vom Verhalten her richtig unverschämt. Und eine Geschichte, wer es sich nochmal ansehen will, Düsterbruch, Wucherborkenviertel. Richtige Assis am Ende, wie sich herausgestellt hat. Na, aber meint, darum soll es nicht gehen. Aber der Furorkrieger, der hat Damage gemacht. Ich glaube, der Furorkrieger gehört übrigens auch nicht zu der Asi-Gruppe. Das waren Schamane und ein Heilschamane und Hexenmeister oder so. Die haben die ganze Zeit immer, ich weiß auch nicht, die hatten dann irgendwelche Probleme mit ihren Pets. For fuck's sake, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das sauer gemacht in dem Moment. Noch nicht benutzen. Aber da waren Furorkrieger in unserer Gruppe drin und meine Fresse, der hat Schaden gemacht. Also vielleicht bekommen wir jetzt irgendwann demnächst wieder so ein Aha-Effekt. wie wir es auch damals hatten auf Level 19 oder 20. Als wir plötzlich auf MS, von Furo auf MS geskillt haben und plötzlich die Mobs viel besser killen konnten. Also wirklich gefühlt doppelt bis dreifach so viel DPS gemacht haben wie vorher. Oh hier,
Den muss ich natürlich noch mal das Muisek benutzen. So, das Muisek-Gefäß. Was haben wir hier? Alpha, wir sehen noch, wir sollten noch die Wildpfoten ein wenig ausmerzen. Das ist auf jeden Fall auch gar kein Problem. Sind natürlich erstmal hier durch die Grimm-Totems. Ja, Brüder im Geiste und trotzdem verfeindet. Das gefällt mir natürlich auch gar nicht. So, hier links. Nee. Sind die hier? Nee. Wo sind denn die scheiß Waldpfoten? Ich weiß, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich hier irgendwie links... Oder kann ich hier hoch? Na, komm schon. Komm schon. Jawohl. Jawohl, da oben sind sie auch hier. Die Alpha. Es sind auch nur Alphas hier. Wie lustig. Ich brauche ein Ziel. So, zack. Machen wie einen Schaden. Das ist zu weit entfernt. Wir verlieren null Leben. Wegen Siegesrausch. Es ist so lächerlich. Was haben wir hier? Eisenvorkommen. Ne, hole ich mir jetzt nicht. Was war hier? Waldpfotennachforschung. Ach so, genau. Es sollten irgendwie diese Schlachtpläne. Das glaube ich irgendwie einsammeln. Aber hier haben wir erstmal noch eine Mine. Die snacke ich mir natürlich. Na, komme ich drauf? Jawohl. Ich glaube, die werfen Netze, ne? Da sind auf jeden Fall die Pläne. Fallensteller. Die Fallensteller werfen Netze. Okay. Und los geht's. Ich muss näher ran. Das ist so lächerlich, der Schaden. Ich habe sogar diesmal schlecht mit Siegesrausch gearbeitet. So, Schlachtplan der Waldpfoten. Erst macht er sie so schlecht und jetzt haben die tatsächlich Schlachtpläne. Unfassbar. Eine Untersuchung der Karte zeigt, dass es sich um die Schlachtpläne handelt, die Hadouken Flinkschreiter haben will. Zahlreiche Pfeile, die vielleicht Truppenbewegungen darstellen, befinden sich auf der Karte. Allerdings schienen die meist nach Süden zu deuten, nicht nach Norden, wo das Camp Moyach liegt. Ein anderer Teil der Karte enthält ein Bild von etwas, das man für irgendein großes Insekt halten könnte. Darunter befindet sich eine Art Strichliste. So wie die Gnolle aussehen, stellt diese vielleicht ihre Verluste gegen das unbekannte Ungeziefer dar. Jetzt, nachdem ihr die Schlachtpläne der Gnolle entdeckt habt, bleibt nur noch die Pläne zu Hadouken Flinkschreiter in Camp Moyach zurückzubringen. Vielleicht kann er oder irgendjemand dort besser darauf schließen, was die Gnolle vorhaben. Ja, das kann ich dir jetzt auch schon sagen. Die fighten gegen irgendeinen riesen Insekt, wie dort da schon richtig hineininterpretiert wurde. Ich frage mich allerdings gerade, was für ein Insekt das sein soll. Ich wusste auch nicht, dass die Silitiden hier irgendwo aktiv in Fera das sind. Wenn ich jetzt an so einen riesen Insekt höre, denke ich als erstes irgendwie an so ein Yu-Gi-Oh!-Viech. Wobei mir gerade auch gar keine Insekten-Kreaturen einfallen. Aber ich weiß, dass es in der Serie so einen Kerl gab, der viel mit so Insekten, ich glaube, es hieß sogar Insektenkönigin oder so. Wiesel? Hieß der Wiesel oder so? Gott, dass ich den Namen noch kann. Ich weiß es nicht. Hieß der Wiesel oder Wiesel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der so Only-Insektenkarten. Und an so ein Viech erinnert mich halt diese Beschreibung, wenn ich ehrlich sein soll. Oh Gott, jetzt kommt der fette Kodo nicht mal hier hoch, ne?
Das Problem in Feralas ist auch, dass das alles hier so verklippt ist, ja. Es gibt hier überall irgendwelche Tiefen, irgendwelche Felsspalten, das ist total uneben. Da einfach so Bodenmount, Luftlinie durchzureiten, das klappt einfach nicht. Klappt einfach nicht. Naja, liebe Leute. Das passt ganz gut. Wir sind am Ende der Folge angelangt und sind jetzt auch im Camp Moyach. Wir hören uns, soweit ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter hier mit Let's Play World of Warcraft. Ich werde auch nochmal zusehen, dass ich irgendwann demnächst wieder in die Hauptstadt komme, damit wir hier mal ein bisschen von unseren Sachen hier wieder verkaufen können. Gerade das Leder, aber auch die Edelmetalle, die wir hier gesammelt haben. Gold und Silber möchte ich ja auch nochmal irgendwie versuchen, an den Mann zu bringen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wie dem auch sei, liebe Leute, wie gesagt, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.